so, bitte schieß los. Fertig. Ich sage wieder herzlich willkommen. Moin, moin, du Leute. Neue Runde hier im Matchback Community Projekt mit dem fliegenden Black Forest und vielen weiteren Mitspielern. Und Mitspielern, moin, moin. 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 Zu Ende der letzten Folge. Man hat es zwar nicht gesehen, aber Black Forest ist wohl von der Brücke geflogen mit dem Service Mobil zu schnell unterwegs moin. Gewesen. Tatsächlich eben. Vollgas im Wasser. Mit Vollgas ins Wasser, ja. Und danach in Graben. Also. Alles einmal mitgenommen. Ansonsten sind wir dabei, noch weiter fleißig Missionen zu machen. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Stroh haben wir schon ein bisschen eingelagert. Vielleicht haben die Hühner auch schon die ersten Eier gelegt. Weiß es nicht. Ich glaube, die müssen sich erstmal gesundheitsmäßig regenerieren, bevor sie Eier legen, oder? Ja. Jo. Erst einen Kamm wachsen lassen. Ja, genau. Oder Haar muss erst aktiv werden. Jetzt waren die befruchteten Eier, ne? Richtig. Also ganz viele neue Grubbermissionen, aber ich habe jetzt auch für heute genug gegrubbert. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Das Ei oder das Huhn? Das war die erste Frage. Genau, ja. Ich verstehe gar nicht, warum das so eine Grundsatzdiskussion ist, weil es ganz klar das Ei, weil Eier hat es ja so sein, Tieren gegeben, vor dem Huhn. Ja, es ist mutiert. So, hier steht noch ein Drescher rum. Wobei, was war Black Force? Wollte auch Waldfeier machen, gleich demnächst, oder was war dein Plan? Ja, ich fahre jetzt noch das Servicemobil zu dem Feld und dann mal Feierabend. Sollten wir jetzt noch auf der 63 Dreschen helfen oder was anderes machen? 63 ist gleich fertig. Jo. Achso, erstmal also gucken, dass wir den Überblick verschaffen. 67 ist auch Erd fertig, machen ne? Wir, ne? Erd machen wir zu Ende, oder? Ja, wir machen dies zu Ende, sowieso. Ja, klar. Also 67, also geht 67 ist zum Dreschen auch fertig. Muss danach gleich ein neuer annehmen, weil anders geht Stefan gleich hier weg. Richtig. Er wollte auch noch anderthalb Stunden hierbleiben, oder? Also das Größte, was wir haben, wenn wir alle zusammen, fällt 77 Kicher, obwohl warte mal, 71, 72 wäre ja hier noch in der Gegend, ne? Ja, das ist hier oben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir 71 als nächstes. Das können wir auch mit diesem Schneidwerk bearbeiten. Ja. Also nehmen wir die 71 Drache akzeptieren. Ist hier noch irgendwas an Weizen? Nö. War schon mal mit dem Abfahren. Nö. Keine fertige Mission. Ich gucke auch jede Stunde rein, ob die auf Feld 54 reinkommt. Da ist Weizen drauf, aber die kommt nicht. Also wenn da von 67 noch was übrig bleibt, das würde ich auch in den Hühnerstall fahren. Ja, dann ich kann aber probieren, ob ich neue Contracts eingeben kann. Ja, passt schon. Lass uns erstmal die jetzt machen und danach gucken, was sonst. Über 28. Ich glaube nicht. 20.000 sollen wir noch haben abgeben. Zwei Spieltage drin, also zwei Tage. Ja. Wo soll das denn hin? Ich würde mal eine Nacht vorspulen, mal gucken, wie unsere Finanzen am nächsten Tag aussehen. Oh ja. Und dann wieder zurückspulen. Ja, zurückspulen, ja. Oh, der Vorschlag sollte sein, schlecht. Das müsste auch noch gehen. Dass man da wieder rückgängig spulen kann, das wäre doch mal klasse Mod. Oh ja. Aber glaub, wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier, ne? Zeittechnisch, weil es nützt ja nichts. Ja. So, pass ruhig mal. Bist du eigentlich fertig mit Dreschen und dann. Wo soll das jetzt hin? Alles steht wieder. Getreide AG, okay. Oder? Wo soll das hin? Ach nee, ach, Weizen soll zum Hafen. Ah, Mist. Vorsicht, bumm. Ich habe gerade gesehen, dass ich zum Hafen muss und dachte, das ist vielleicht doch nicht der beste Weg. Ich fahr zurück jetzt. Willst du hier drin? Ja, ich dachte, oder du überholst mich, dann kann ich dann rückwärts raus. Also. Kann ich auch machen, ja. Hier öffnen die Brücken ja zum Glück nicht. Nee, komm, Zeit. Kommt noch. Fett? Ja. Du hast eine Walze gekauft und kein Mulcher. Nee, den kannst du hier umrüsten. Ja, ich dachte, der wäre schon ich bin jetzt im Feld gefahren. Das konnte ich, glaube ich, gar nicht entscheiden beim Kauf, weil das in der Kategorie drin ist, aber man kann den umrüsten. Hat das nicht der Servicewagen? Kann der Servicewagen? Hat er keinen Trigger? Also, wenn er nicht im Wasser ist, ne? Oh nein, jetzt hat hinter mir ein Auto. Oh nee, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren. Steht hinter mir ein Auto. Oh, so, Gerd, ich bin auf dem Weg zu euch. Komm. Super. Auf die gegenüberliegende Straßenseite. Wenn ich ankomme. Mich überholen. Ja, das warten wir mal ab. Ich muss nicht mehr über die Brücke.
Okay. Ja, ich dachte ich auch nicht mehr, aber jetzt fahre ich wieder zurück. Immer wieder riskant jetzt. Ups, Entschuldigung. Nicht über der Leitplanke. Wir können ja versuchen, über einen der Deiche eine Rampe zu bauen, ob wir es schaffen, da drüber zu springen. Ja, braucht man drei Fahrzeuge. Rafi, danke aber für einen Sub weiter. Vielen Dank für Verschenk von einem Sub. Danke dir. Ja, das ist ungünstig hier. Unser eigenes Feld muss auch noch angepflanzt werden. Neue Fahrspuren reinfahren. Der, wie sieht's aus bei dir drüben? 10%. Ah. Also, wahrscheinlich ist mein Tank erst leer, bevor ich voll bin. Oh ja. Du hast, denke ich, jetzt 100... 90. 90? Ja. 190. 200, ja. Na, unglücklich. Na, jetzt muss hier das Weizen hier, also 28.000 oder was müssen wir noch abgeben? Ach so. Dann fahre ich jetzt zum Hafen, gebe ein bisschen Weizen ab und dann fahre ich wieder ganz zum Hühnerhof und lade da irgendwie 20.000 Weizen ab oder 18.000. Das ist blöd. Es dauert eine Stunde. Stefan, fahr mir nicht in die Seite, bitte. Wen fahre ich? Du sollst mir nicht in die Seite fahren. Sondern frontal drauf zu. So, wer braucht zuerst Diesel? Ich. Hinter dir, ja genau. Ja. Na, ich warte hier. Weil da kommt so ein gelber Frosch. Vorsicht, Wasser! Muss ich oder muss Gräben? Ja, den gibt's nicht mehr in den Gräben. Klapptest du? Oder muss ich mich anders hinstellen? Ach ja. Andere Seite, glaube ich. Ja. Also bei den Gelben hatten wir das in Fahrtrichtung und dann auf der rechten Seite von dem Metra schon. Dann warst du zu weit hinten, würde ich sagen. Das dauert noch mit Abbunkern, ich habe jetzt 20%. Okay. Jetzt kann ich R. Das ist. R. Dankeschön. Kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich noch kleine Gräben habe. Bei mir im Singleplayer. Ja, alten Spielstände. Dann die richtige Danke, Mod. Black. Und dann die richtige Mod-Kombination, weil Umzug auf Multifood wirst du ja wahrscheinlich auch gemacht haben, oder? Ja, aber den habe ich ja schon vorher gemacht. Genau, das hast du ja auch vorher. So, ja, tanken bitte. Und bei dir passt du hattest ja auch den Schwadmod drauf zu dem Zeitpunkt, oder nicht? Ich hatte den Schwadmod zu dem Zeitpunkt. Ja. Vielen Dank, Black. Und auch hast du auch DLCs? Ja. Ja, also haben wir praktisch theoretisch die gleiche technische Voraussetzung wahrscheinlich gehabt und deswegen klappte das dann. Brauchst Stefan selber auch noch Diesel, oder? Auch. Weil deswegen habe ich in meinem Single-Spiel das ja auch noch. Ich bin da gut gefüllt, also. Ah, okay. Braucht man aber gerade eben schon voll auf meiner Seite. Trigger? Ja. Ne, jetzt nur die Werkstatt, ne? Kann ja gar nicht konfigurieren. Wo bist du denn jetzt? Ich bin mal wieder falsch gefahren. Ich bin jetzt auf dem Hof beim Container von Achim, aber ich habe da bei mir. Das müsste gehen. Wenn man da reinläuft, kannst du doch konfigurieren. Du musst in den Container reinlaufen, musst aufmachen und reinlaufen. Okay. Warte, ich gerade nur die Option nicht gesehen. Wolltest du eigentlich nicht dreschen, Fett? Ja, aber ich musste irgendwie abfahren, weil die sonst alle gleich stehen hier wahrscheinlich. Und ich hatte so verstanden, dass du jetzt auch gleich Feier machen wolltest. Ja. Ich darf aber. Du brauchst noch, Stefan? 13%. Jetzt müsste irgendjemand mit Rechten machen. Ich habe 30 bei mir. Fast 4600. Da können wir den nicht konfigurieren, weil er gemietet ist. Ach ja, das geht natürlich auch nicht. Eben, wenn du drüber bist, dann habe ich, ja gut, 88%. Ich muss erstmal aufpassen, dass ich nicht zu viel Weizen abgebe. Alles gut. Und dann würde ich gleich. Wie viel kostet? Müssen wir einkaufen. 30.000, glaube ich. So, 67 ist durch. Und ich habe noch 17.000 Weizen im Anhänger. Was macht ihr jetzt mit dem Fahrzeug? Hast du die zurückgegeben? Die Walze? Achso, die kann ich zurückgeben, ja. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich dachte, wir kaufen die einfach auch raus, aber die haben ja doch kaum Geld runter, das stimmt. Achso, kannst du auch kaufen raus. Das stimmt, kannst du auch raus verkaufen. Achso, wir haben die jetzt ja im Mietdings drin. Wenn man die da kauft, ist sie dann ja auch gekauft. Kannst du auch so machen. Oder hast du jetzt eine neue gekauft? Ja, die würde 31.800 kosten jetzt. Ja, du bist voll. Schönen Abend noch, Black Forest. Jo, euch auch einen schönen Abend. Ja, Freitag, schönen Abend noch. Freitag geht's weiter, wenn du Zeit hast. Schönen Abend. Ja. Auch so, schönen Abend.
Unfallzeichen, ja. Ja, das sind 700 Euro Unterschied. Dann kaufe ich die jetzt aus dem Meeting raus. Ja. Also du willst nicht gelangen, okay, sorry. Ja, ich will die Ecke frei. Also, für die Ecke, genau, dann kann ich dann nämlich gleich in die Kurve nämlich rein. Ich muss dann... Okay, oh. Kann ich... Hier sind Leute so voll. Ich kann ja weiter fahren, ich kann ja weiter fahren. Der Fahrer kommt noch zurecht, ja. Einer ist ja noch bei euch, oder? Ja, der eine ist voll. Also... Ah, Moment, Drehung, scheiße. Ein Anhänger. Oder beide. Ich weiß nicht, wo er hin will, oder? Doch, bin schon auf dem Wege. Okay. Ich muss erstmal noch komplett mit dem LKW zum Rinderhof da und da die restlichen 17.000 Liter Weizen abgeben. Wir gehen doch nicht so schnell voll. Nee, nee. Vor allem fahre ich jetzt hier diesen Strich nur noch wegdrehen. Muss noch einmal ganz nach oben, oder? Ja. Bestimmtes Ziel in dem Projekt? Ja, zusammen Spaß haben, ne? Zusammen, wie sie auf der Marsch groß werden. Nicht pleite gehen, trotz 20 Mietfahrzeugen. Das ist erstmal das erste Ziel. Erstaunt, wie schnell wir vorankommen. Wolltest du abbunkern kommen hier auf 71? Das Problem ist, wir werden gleich die Zeit schneller laufen lassen müssen und dann haben wir zwei Nächte, ne? Mit ja. den Kosten. Ja. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, die sind dann nicht mehr so schlimm. Weil die täglichen Fahrzeugmietkosten, die natürlich trotzdem reinhauen, aber. Halt nicht die, weil sie nicht mehr die Ingame-Betriebsstunde kriegen. Hast du schon mal durchgerechnet? Nö, kann ich gleich mal machen. Wenn ich da als Abfahrer an der Seite stehe oder nochmal Drescher fahre. Und ab wann wolltest du dann da durchspulen? Du kannst ruhig mal auf 10 machen, mal 10 oder so. Mal gucken, was passiert. Haben wir noch haben irgendwelche wir noch Aufträge, die wir aufnehmen müssen? Nicht, dass sie weg sind? Also nimm das nächste, was sagte ich denn gerade eben? Oh, jetzt 77 hast du gesagt. 72. Jetzt ist gleich schlagartig dunkel, was? Und 77. Ja. 67 werden noch Ballen gepresst, ne? Jawohl, ja. Ja, also das ich setze auch eine Menge auf die Stroheinnahmen. Die werden... Das waren ja jetzt pro Feld schon so 70 bis 30.000. Also. Denke ich auch, das macht doch mal... Ich bin leer, danke. Jo. Wobei, jetzt haben wir was ins Ballenlager gefahren bei uns, oder ist das alles? Ich habe jetzt eine Ladung komplett ins Ballenlager gefahren, ja. Gerne gemacht, fertig. Aber nur ein F, kein 2. Nächsten würde ich dann verkaufen und erstmal die Ballen. Okay. Wir haben ja auch noch Visite damit durch die Tierstelle, ne, aber... Ich weiß nicht, ob man das jetzt ausreizen will und gucken, ob wir auf 2 Millionen kommen oder 1,5 Millionen oder ich weiß nicht genau, wie. Gab es nicht eine Standardgrenze vom Spiel? Hängt davon ab, wie viel Besitztümer du schon hast, ne? Na, nicht ganz. Das Standardspiel, glaube ich, hat eine Grenze. Waren es 3 Millionen? Ich habe irgendwas mit 3, aber ich glaube nicht glatt 3. Ich glaube 3,4 oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, 3,4 oder 3,5? Ich glaube 3 Matchmap, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, bei Matchmap war 3 bis 3 Millionen. Und das wäre auch hier, weil wir nicht den hier Bankmanagement-Mod mit drauf haben. Weil der hat ja bewirkt, dass du eigentlich so viel Kredit aufnehmen kannst, wie du willst. Aber auch Zinsen drauf zahlst. Ja. Wobei du die Zinsen einstellen kannst, ne? Ja. Man soll ja auch Geld anlegen können sogar, ne? Das ist lustig. Wenn man dann Geld übrig hätte. Wenn man denn Geld übrig hätte, genau. Kommt heutzutage so häufig vor. Aber euch aber einige, ne? Ob die Geldkiste wiederkommen. Geldkassetten. Im Hofladen, ja. Er ist einer der wenigen Sachen, die noch fehlt, ne? Die Burger. Der Burgershop. Ja, ne, oh das ja. Ist nur eine Verkaufsstation. Aber. Hofladen. Invalid Object Parament in Density Map Filter. Warning. Das ist dieser. Schwadmod in zusammen. Obwohl. Hast du den jetzt auch den Fehler? Reset Density auch. Map and Channels. Warning. Ist das keine Error? Also erst ein Error, Invalid Object und dann Warning Script. Reset Density Map. Ja, davor stehen aber noch weitere
Also der Stacktrace von dem Lua-Fehler ist größer als das, was man noch sieht in der Konsole. Ja, stimmt. Da. Scheint irgendwas mit Ballen zu sein, kann das sein? Wir haben schon 26 Eier. Das ist eigentlich nicht die Ballen. Fleißige Hühner. Ah, zumindest fangen sie an jetzt. Du hast nicht alle Eier gezählt. Sind zwei Stelle, also 52. Ich hab schon wieder 7000 für dich, Stefan. Naja, ich nehme Ihre Bestellung gerade entgegen. Ja. So, ich will mal kurz gucken, was Interesse ist. Ist der Abfahrer oder steht ihr gleich alle mit den Dreschern? Nö, das geht, wie oft er sieht. Wir haben noch drei Bahnen, würde ich sagen. Und noch eine kleine Spur scheinbar. Also haben wir den Trion gemietet. Drei kurze Bahnstroder noch. Haben wir welchen Trion haben wir denn eigentlich? Den 57er oder den 27er genommen? Ich glaube den 57. Ein freier steht, kannst du durchhüpfen. Ja. Der kostet, guck mal, also Basiskosten zum Mieten, das zahlen wir immer direkt. Kostet der Trion als Beispiel 8000. Denn pro Arbeitstag 4000 und pro Arbeitsstunde 8400. Boah. Also pro Arbeitstag sind es nur 4000. Das finde ich, ne? Ja, aber die Arbeitsstunden mit 8000 knallen natürlich rein. Genau. Aber die haben wir ja nicht mehr, wenn es nur noch rumsteht im Winter, so meine ich. Da hast du nur noch diese 4000 pro Tag. Und das ist eine gute 5 Drescher, sind es 30.000 pro Tag, ne? Aber das ist gar nicht so viel. Aber dann zahlt man ja auch nicht mehr so viel ab. Das ist natürlich auch klar. Mal gucken, wie viel von unserem eigenen Feld jetzt überhaupt gemulcht wurde. Es ist schon ziemlich viel kaputt gefahren worden. Stimmt. Noch einmal Abkürzung gefahren. Aber ich finde das auf jeden Fall sehr ansprechend, dass man jetzt auch die Stoppeln kaputt fahren kann. Das sieht schöner aus, ne? Gerade finde ich bei diesen eigenen Feldern. Und das, glaube ich, wird hier, wenn wir jetzt mehrere eigene Felder haben und auch Dreschenden und so, das macht ein schöneres Bild einfach. Sieht auch nicht so langweilig aus, wenn man da mal die Karte aufhat und sich den Status der Felder anguckt. Ja. Lebhaft aus. Spielt ihr denn teilweise mit hier, wie heißt das denn, Saatgassen da? Wie heißt das noch? Fahrgassen. So. Ich nicht. Nö. Ich nicht. Nee. Wofür ist der eigentlich da, dieser Fahr... Dass die Seemaschine alle naselang irgendwie ein paar Reihen auslässt, ne? Was ja praktisch deine, so wie in echt auch teilweise, dass die da nicht Saat raushauen, wo eigentlich sowieso immer die Spritze längs fährt oder was auch immer, oder? Achso, okay, ja. Ich dachte, dass es einfach so wirkt, dass die Reifen auch in einem nicht gewachsenen Zustand halt Einfluss auf den Boden haben, wo Saat noch wächst und wo nicht. Aber habe es mir nicht genau angeguckt. Ja, und auch bei Düngestufe 1, bei Wachstumsstufe 1 macht man aber auch schon was kaputt dann. Ja, da gibt es, glaube ich, einen separaten Mod, der nur das macht, dass man ab Wachstumsstufe 1 auch schon Fruchtzerstörung hat. Aber oh, dann hat man hier ein schönes Muster drin. Guck mal, wo wir mal 15 spielen, ist schon lange nichts mehr abgezogen worden. Kommt arbeitet gleich. Keiner mehr was. Ja, warte, ich kauf kurz was. Ich hoffe noch schnell ein paar Hühner. Stefan, fährst du Gerd abtanken, dann kann er zum nächsten Feld fahren und ich mache hier den Stummel noch weg. Also hier diesen Streifen meinst du auch, ne? Ja, aber weil andere Feld ist gleiche Frucht, oder? Nö. Nee, ich glaube, das war was anderes. 72, ne? Oder? Gegenüber, ja. Dann würde ich hier diesen über der Brücke. Also oben drüber erstmal. Also ich mache dann noch hier, jetzt noch hier dieses Feld noch mitten, dann bin ich raus. Du hast doch gesagt bis um 11. Der ist doch gleich. Nee, es ist 23 Uhr. 11 ist morgen früh. Oh. Ja, alles gut. Ich würde sagen Beamter eigentlich, ne? Aber. Ja, zumindest, Gerd, kannst du ja den Drescher schon mal hochfahren auf die 72. Ja, hier ist doch noch. Du gleich Drescher fahren, Fett, oder? Was seid ihr denn hier? Auf 71 ist ja noch voll viel zu machen, oder nicht? Wie auch immer. Wir können auch auf die 71 kommen und dann fahren wir da mit 5 Dreschern. Da sind schon doch 2 Drescher auf der 71. Ja, deswegen sage ich ja zu 72. Ja, wenn wir nur noch. Ja,
Mal gucken. Oder wir fahren zu 77. Ist egal. Machen wir schön zusammen jetzt hier. Alle rein auf Feld. 71. Erstmal 71 hier alles fertig machen, dann 72, dann 77. Genau. So wie gestern, dann, Quatsch, wie beim letzten Mal, wo wir dann zu viert auf einem Feld waren. Auch wenn ihr noch nicht viel drin habt. Ja, das heißt, fährst du jetzt, ist der andere jetzt rübergefahren? Habt ihr da das gleiche drauf gehabt oder wie? Wo ist der Stefan? Oder bringst du mich? Stefan ist noch bei mir. Alles gut. Ich bin auf der 63. Mach ich noch schon mal leer und dann. Der Auftrag ist gleich auch fertig, nur noch 1%, glaube ich, ungefähr. Und dann gehört der Rest uns. Verkaufen. Ja, also verkaufen oder einlagern? So, wie war das eigentlich mit Pascal hier? Holstein Kiel, bist du regelmäßig im Stadion oder wie? Ja, fast jedes Spiel eigentlich. Jedes Spiel? Muss ich mal ein bisschen lauter regulieren. Was bist du recht leise und fleißig am Arbeiten, ne? So. Er kann auch die Mission fertig machen und restliche im Lager hinstellen. Dann hat er sein Anhänger und Trecker auch gleich auf Hof. Okay. War nochmal schnell leer hier, Akrak, oder wechselst du gleich rum? Okay. Hast du Dauerkarte oder kaufst du immer so, oder? Nö, ich kaufe immer so, weil Dauerkarte lohnt sich nicht, weil bei manchen Spielen muss ich halt auch arbeiten. Ja. Und wie kommst du da ran? Hast du Connections, oder? Weil ich hörte mal von irgendjemandem, dass es auch meistens gar nicht so leicht ist, an Karten zu kommen. Ja, über Mitgliedschaft halt, ne? Ja, okay. Vereinsmitgliedschaft. Verkaufsrecht praktisch als Mitglied von Holstein Kiel. Ja. Ja, mein Sohn hat jetzt ein volles Trikot-Outfit heute gekriegt von Holstein Kiel, hat er sogar auch tatsächlich gerne getragen. Waren denn auch bekannte Spieler da oder waren die? Nee, ich weiß nicht, ob da jetzt welche vorbeikommen in der Woche. Also wenn man das jetzt bei Dortmund vergleicht, da war an einem Tag, waren wir mal kurz mal drei Leute aus der U23, aus der zweiten Mannschaft praktisch da. Aha. Aber die sind auch schon Leute, die können vom Fußball leben. So. Aber man geht einfach zu kleineren Vereinen, da kriegt man immer einen Platz im Stadion. Aber Shakir ist ja kleiner. Wow. Nee, ja. Aber früher konntest du im Stadion einfach von gegenüber reingucken. Ja. Nichts mehr. Dein Link durch Discord wird nicht. Was kostet so ein Ticket? So im Schnitt? So, kommt drauf an, wo du hin willst. Also Stehplatz 14 Euro und Sitzplätze ab 23, 24 Euro aufwärts. Geht ja auch noch. Wenn man das nicht auf Eventim oder irgendwelchen komischen Ticket-Resellern kaufen muss. Aber du darfst wahrscheinlich nur eine kaufen, theoretisch. Oder wenn man irgendwann anfragt und sagt, ich würde gerne mal mit meinem Sohn ins Stadion, kannst du da mehr Tickets organisieren, oder? Also ich selber könnte eins kriegen, aber sobald halt eben jetzt... So, ich geh mal abtanken, ne? Also auswählen, meine ich, und dann den Rest auf den Hof bringen. Ich muss ihn noch lauter machen, oder du musst mich näher ans Mikro. Jetzt hat hier der Stefan alles übergeredet. Entschuldigung. Ja. Na, ich meinte also, man kann sich mit der Mitgliedschaft immer nur selber ein Ticket kaufen. Ja, okay. Damit hier, das ist wahrscheinlich auch wirklich dieses, weil einige das bestimmt dann ausgereizt haben, immer mal, ne? Von wegen, ich kaufe mal fünf und vier verkaufe ich weiter auf Ticket Reseller und einen teuren Preis, ne? Ja. Ja, das finde ich auch richtig so. Also wie das Finale von Dortmund da, ne? In der Meisterschaft, was ein Ticket fast 1000 Euro oder um und bei 1000 Euro gekostet hätte. Hat Dortmund mit Sicherheit auch nicht verkauft. Die haben es wahrscheinlich standardmäßig für 70 Euro verkauft und durch, ne, durch die Reseller da. Wenn man solche Wucherpreise denn. Ah, es gibt Hülsenfruchtstroh hier, ne? Das ist eine andere Sorte. Ups. Aber ich bin noch mal gespannt. In 3 Wochen spielen sie auf Schalke. Mal gucken. Ja. Wie das ausgeht. Macht Tom Rohde ein Tor, ne? Ja, wäre witzig. Da sind ja schon ein paar spannende Gegner, denn, ne? Auch in der zweiten Liga. Ja, auch Hamburg. BSC, ne? Ja, auch genau. Hamburg, Schalke. Rostock, oh, ne? Die Laternen gehen an. Oh. Ist das Zeichen für mich auch, ich sollte die Laternen anmachen? Komisch, bei mir ist noch taghell hier. Im Spiel. Ja, auf der Insel. Ja, wir sind ja auch komplett, was sind wir denn? Wir sind ja komplett im Westen, da wo die Sonne untergeht, ne? Ja. Also, da sind jetzt noch 2 Drescher-Fahrer auf. Wo seid ihr denn eigentlich? Ich bin jetzt unterwegs auf der 71. Ich auch. Okay. Wolltest du nicht eigentlich nochmal Drescher fahren, Fett, oder? Ich auch. Wer auch? Ich würde sonst nochmal Drescher fahren heute, ja.
weil sonst können wir mal. Der Rest der Laden dann ins Hofsilo? Nein, oh, verkaufen. Auch verkaufen? Ja, bitte. Einmal langsfahren, Pepper. Okay. Okay, dann geh. Verkaufe ich es und bring den Wagen dann samt Hänger zum Hof. Jo. Pferd 67 kannst du abschließen. Nein, noch nicht. Warum? So, so 63 kann abgeschlossen werden. Die 1000 hätte ich gut sparen können, ja. Das habe ich zum Glück auch nicht gemacht. Die 67 ist ja auch schon fertig, oder? Ja, gerade. Fertig sein, ja. Also, warte mal, ich weiß gar nicht, welche Nummer ich gemacht habe. 67 kam gerade so eben als Meldung. Okay. Von meinem Sohn, der Klassenkamerad, hat am Sonntag zum Spiel gegen Ajax also das Trikot von Hummels geschenkt bekommen. Okay. Wow. Ich bin voll geschwitzt mit Hummelsschweiß. Mit Hummelsschweiß. Hummelsschweiß, ja. Aber man merkt schon, dass das Hülsenfruchtstroh deutlich weniger ertragreich ist. Ja. Da nur ein paar Beine, ne? Ja, das wären nur wenig. Stefan, denkst du an Waschen und Tanken? Ja. Danke. Legen und füllen sozusagen. Dafür muss er noch Überstunden machen jetzt, ne? Er hat 11 Uhr gesagt. Hat noch 10 Minuten Zeit. Und du hast ja, ja. Er hat ja zwischendurch schon Kaffee getrunken und hier am Feld dran rumgestanden. Ne? Ja, ja. Hat jetzt auch in die Linie, Danny. Mhm. Wie kann ich die dann noch wieder ausblenden lassen? Welche Taste ist das noch? Wie komme ich noch in diese Steuerung Augen? 3. Rechte Steuerungstaste 3. Wenn, also habe ich es. Ja, ich hatte das aber auch mal so eingestellt, dass es nach ein paar Sekunden ausgeblendet automatisch wird. Musst du in den Einstellungen machen. Das kann ich, glaube ich, Steuerung, auch noch Steuerung und Geteiltzeichen Nummernblock. Oder? Den automatisch oder ausblenden habe ich eigentlich, ja, aber gut, jetzt waren 10 Sekunden, deswegen haben wir das wie eine Ewigkeit vor. Pickup nice. So, ich weiß gar nicht, 73%. Lohnt es sich mit dem Sammelwagen noch irgendwo hinzufahren? Im Dunkeln? Dafür gibt's Licht. Ich muss sagen, da kommen kaum Ballen zusammen hier, das ist ganz wenig. Ja, diese Hülsenfrucht, ne? Die Strohhüte? Ja, Hülsenfruchtstroh, ja. Ja, Hülsenfruchtstroh ist nicht so ergiebig, das stimmt. Na. Die Pflanzen sind ja auch alle was kleiner, ne? Ja. Ja, und da kann ja auch nicht, ist ja keine Premium-Strohqualität hier wie Weizen oder Gerste, ja. Das geht ja nicht. Vulkanstrecke, wo bist du jetzt? Auf der 71. 71. Ja, ich teste jetzt hier das Hülsenfruchtstroh, aber das ist. Ist das ganze andere Stroh gerade verkauft? Ja, ne, oder? Habe ich verkauft, ja. Ja, deswegen haben wir auf einmal so viel Geld. Hat's. Waren 23.000 irgendwas. Aber ich glaube, wo man nochmal nachgucken müsste, ist beim Hanfschwad. Also, mein Geschmack kommt da ein bisschen wenig raus. Ist zwar vollkommen okay, aber. Oh. Es wirkt für die Größe der Pflanze wenig. Aber das kommt ja auch darauf an, in welcher Erntereife Stufe du das drischst. Das hat ja die Kraft auf jeden Fall. Da gibt es auch zwei, ja. Die reinpassen so gut, ne? Aber ich bin jetzt bei 94%. Ich glaube, klar, vielleicht schaffe ich das gerade so durchzukommen. Haben wir einen Abfahrer noch? Ja, ich lege am Hartel. Pascal ist auch noch da, oder? Ja. Okay. So. Dann die verparken, ne? Ich komme nicht mehr durch. Beiden anderen sind fast parallel, wa? Ich glaube, rechts ist. Fährst du hin, oder? Gehst du machen, Danny?
Perfekt! Oh, krass. Ja, kannst du stehen bleiben, ich komm rum. Okay. Ups, reicht noch nicht ganz. Das war echt gut, Faden. Ja, danke. Haben ist der Tank leider vollgegangen, kurz vor. Und Ziel. Voll. Aber uns sind sie jetzt auch wieder in der Ernte, ne? Also heute noch einige Mähdrescher gesehen. Drohne kannst du vergessen, bei 80 km/h Wind, den wir hier aktuell haben. Sturmböen. Und dann noch in den teilweise Schauern. Eine Landwirt, glaube ich, war auch ziemlich genervt wahrscheinlich auf dem Feld. Ich hatte das gesehen, als ich heute Morgen mit meinem Sohn zum Fußballcamp gefahren hatte. Die waren schon um 10 am Dreschen, was tatsächlich relativ früh ist, ne? Normalerweise, also es ist ganz selten, fangen die um 10 Uhr morgens an zu dreschen. Aber das war dann auch später war halt auch schon wieder den Regen, dann hatte der Drescher, das war auch ein, ich glaube ein Lexion 77 müsste das gewesen sein. Der hatte dann kam ein Schauer, dann hat er hier alles abgeleert, zugeklappt, ne? Dann flog es wieder auf, kurz mal Sonne, windig, wieder trocken, klappt er sich wieder auf, fängt wieder an, die nächste Schauer kommt, lädt wieder ab, klappt sich wieder zu. Dann glaube ich, haben sie aufgegeben. Weil dann wahrscheinlich zu viel Regen kam, dass das Getreide wieder zu nass ist. Ja. Dann beschweren sich nachher über einen zu trockenen Sommer. Ja, da können wir uns dieses Jahr nicht mehr drüber beschweren. Nee, jetzt aber es nicht hätte nicht genau mehr. Andersrum sein müssen. Erst Regen und dann trocken. Aber so oder so, es wird sich immer beschwert. Ja, das sagen so. Landwirte selber auch. Das ist ja auch immer schwierig. Das heißt, dann hast du ja noch unterschiedliche Kulturen. Sag mal, derjenige, der jetzt Kartoffeln anpflanzt, freut sich zum Beispiel. Weil da die Menge Wasser jetzt gerade rechtzeitig kam, so ungefähr, für ordentliche Kartoffeln. Ich denke, Mais wird bestimmt auch noch in einigen Bereichen profitiert haben davon. Denn das war ist bei uns. So, ihr Lieben, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. 3 Minuten noch. So. Okay, dann muss gut, ich bin mal eben nochmal Kaffee holen. Ne, fast schon. Ich bin nochmal eben den Hund füttern. Ja, ne. Eben noch einen Lutscher geben. Bitte. Schönen Abend. Ja, ich gehe noch eben den Hund füttern. Du musst jetzt nicht bis 11 abwarten. Also vielen Dank fürs Mitspielen, logischerweise. Wie gesagt, wenn es zeitlich passt, am Freitag sind wir wieder am Start. Ja, Samstagabend klar. Wahrscheinlich auch. Und dann mal gucken. Hund ist gefüttert. Sehr schnell. Hast du noch gestreichelt? Ball geworfen. Ah, dann bin ich dir gleich. Da. Die Pfoten gewaschen. Achso, ich komme hier entgegen. Da kommt Dani an. So, leck. Oh, Speicher leck. Elf. Ja. Elf oh, ja. Hör auf, den Hund zu streicheln. Oh. Ich fahr auf den Deich zu, Scheiße. Hat ein ziemlich langer Speicherleck, das ist furchtbar. Ja. Zu länger. Wenn mal einer schnell speichern. Ich hoffe nicht, dass ich gleich im Wasser mich wiederfinde. Dann lasse ich das ab. Ich bin raus. Ich glaube, Stefan hat es jetzt kaputt gemacht, oder? Gabuliki, also noch bin ich drin. Während des Speicherns verlassen. Ich bin auch noch drin. Ich gespeichert sowieso. Aber es hängt still hier. Ich glaube, der schmiert ab. Kann auch nichts, ne? Also passiert nichts. Frankfurt Stromausfall, dass ich mir aus dem Fenster gucke. Ist noch Licht an, Frankfurt. Man sieht ganz genau, was was lokal abgespielt wird, die Sequenzen und was mit dem Server synchronisiert. Die Vögel fliegen hier nämlich von links nach rechts. Also die Zeit läuft irgendwie noch. Wer ist überhaupt nachts mit einem Heißluftballon unterwegs? Ich konnte auch den Drescher ausmachen. Ich kann auch noch durchtappen. Aufsteigen kann man auch aus dem Fahrzeug. Den Motor ausmachen kann ich auch. Licht geht auch. Hupen auch. Wenn man den Motor einmal aus hatte, geht zwar wieder an vom Geräusch her, aber die Drehzahl geht nicht mehr hoch. Ja. Und bei mir kommt die ganze Zeit Schwatt noch hinten raus, obwohl eigentlich der nicht mehr an ist. Ja, bei mir auch. Ich sage aber auch, geht auch nicht mehr. Ich glaube, er spielt, das stört aber kein Fehler.
Ja, war nicht vorgesehen, mein Stefan, Feierabend. Richtig. Den Hund zu doll gestreichelt. Ja, verkauf den Hund. Der Lua fehlt in meiner Konsole haben, der ist aber auch vom Basisspiel, ne? Was gibt's jetzt mit CPU? Wizard Density Lab und Chance. Na, haben wir Restart, oder? Ja, passiert sonst nichts, ne? Gespeichert hattest du gerade eben noch? Konntest du speichern, ja, oder wie? Ich konnte speichern. Hoffen wir, dass das der Speicher nicht irgendwie sich auch manchmal überwirft. Ich fahr mal runter. Okay, soll mal runtergehen? Ja, kann auch einfach so einmal stoppen. Das ist egal, ob man runtergeht oder nicht. Rausfliegen können sie alle, ne? Richtig. Genau. Ich würde dann bei der Gelegenheit auch gerade Feierabend machen. Ja. Jo, jo. Einen guten Abend. Gut, wir machen jetzt eine Pause. Machst du kurze Pause? Schnecke. Also gute Idee, gute Variante, der hat ordentlich gespeichert. Wir haben nichts verloren, Hilfe. Ich hole ein Spiel rein. Nur mein Herrns Vehikel muss ich wieder neu einrichten, ne? Das fährt jetzt ja logischerweise nicht mehr so wie eben. Ich habe nur 22%, Pascal. Mein Dresche steht halb im Graben und mein Schneidwerk liegt noch auf. Auf dem Feld. Auf dem Feld. Ja, wir sind jetzt ja ein paar weniger Leute, ne? Ich meine, das muss man so machen, wie man es uns früher gemacht hat. Die Anhänger stehen am Feldrand. Da muss man selber abbunkern. Wird man nicht mehr während der Fahrt der gemacht. Ja, oder früh genug Bescheid sagen, springe ich kurz raus. Euch einmal ab und dann bin ich wieder am Mädchen. Du machst was? Machst du bist am Bällen pressen oder was machst du? Ich bin am Mädchen gerade. Wo ich noch? Da liegt noch ein Schneidwerk oder wie? Hast du ein Schneidwerk verloren? Ja, das ist meiner. Ist ohne Schneidwerk losgefahren? Weggebackt, glaube ich. Der Firefighter sagt nochmal: Denkt bitte daran, dass die Mission fertig sein müssen, ehe ihr aufhört zu spielen. Ja, hat er recht. Zumindest was Thema Stroh angeht, ne? Oder wieso? Wir müssen aber erst synchronisieren hier. Na, solange sie auf 0% sind, müsste es gehen. Aber wenn sie 100% ist, dann wäre sie nicht mehr da, wenn du sie nicht abschließt. Dann ist jetzt die Frage, ob wir davor eine noch nicht abgeschlossen hatten. Nee, 3 Stück hatten wir umstehen, wenn ich richtig erinnere. Oh, ihr habt schon länger nicht mehr hingeguckt gehabt. Oder. Warte mal. Das 67 war abgeschlossen. Und war 3, nur. Die 63, ja? Ja, hatte ich schon selbst abgeschlossen. Okay. Danke. Harkin kommt auch ein bisschen ab von der Bahn hier, oder? Ja, hast du kein Licht an oder sieht man das auf der Entfernung einfach nicht? Ich habe Licht an. Mit Distanzdarstellung. Aber ich stehe noch an der Seite. Ich sehe bei euch das Licht aber auch nicht. Sieht man nicht. Aber die Lichtreichweite ist auch sehr bedürftig in dem Spiel. Ja, von Agrarking sehe ich das, aber tatsächlich vom Trecker hier vorne schon nicht. Ich weiß nicht, ob da schon jemand drin sitzt. Wird der Leitens Mod drauf machen, dann geht's rein. Ich glaube, im Trecker sitzt keiner mehr drin. Ja, das wird wohl damit zusammenhängen. Wir spielen ohne Seasons. Stefan noch als Zuschauer. Was war das mit 11? Jetzt noch zu, damit er gut einschlafen kann. Ein Support von Nitrado, je nachdem. Also Discord teilweise soll gut funktionieren, aber ich hatte ja auch einmal ein Problem abends, wo wir hier ruckelige Server hatten. Das geht und natürlich haben wir auch bei uns im Discord einige Leute, die sich gut auch mit den Servern auskennen. Vor allem Jenny bei uns, die das eigentlich schon seit eh und je macht. Helpdesk und Ticketsystem geht auch gut. Und ja, also eigentlich klappt das gut. Ich kenne mich nur mit anderen Servern aus. Anderen Servern? Ja, keine Spieleserver. Ja. Mit anderen Servern? Ja, ich bin ja als ITler unterwegs. Drei Ballen auf dem Feld bislang. Herr Schnecke, gib Gas.
Mehr gibt es einfach nicht. Achso, da kommt Gerd schon, was? Ja. Jetzt sehe ich nicht dein Licht. Mach mal Fernlicht an. Es wird jetzt lustig. Nö, ich kann ja ein bisschen rüber. Du auch, und dann passt das doch. So, ich denke, ich kann jetzt auch erstmal Abfahrer machen. Ihr seid drei Drescher hinter mir noch, ne? Ja. Du bist einer und wir sind da, genau. Wir sind welche. Ja, ich bin der eine und ihr seid die drei. Na. Eigentlich könnte ich doch schon einen rüberhüpfen aufs nächste Feld, oder? Nee, wir haben nur die Abfahrer hier. Ja. Nächstes Feld ist was anderes, ne? Ihr seid gut bedient, weil ansonsten könnte, glaube ich, auch schon einer so langsam mit dem Saatgut einsteigen auf 69. Na, ja, müssen wir doch in die Mission einsteigen, ne? Wir haben noch keine Amazon in dieser Maschine. Ja, das stimmt. So, wir brauchen Abfahrer. Gerd? Ich bin bei 36. Okay. 37. Ja, wir fahren jetzt alle nochmal zurück, dann haben wir das Feld auch gleich geschafft, wenn du auf der anderen Seite angekommen bist. Hast du denn 240er Beine jetzt oder immer noch 220? Nee, ich habe immer noch 220. Aber ich meine, hier bei dem, was hier rauskommt, da. Verfährst du mehr Sprit als das. Also ich habe jetzt bislang zwei Ballen hier auf dem Feld. Der eine ist noch, weil Strohballen rausgekommen und einen Hülsenfruchtballen haben wir. Aber ich habe jetzt noch zwei hier auf dem Gerät. Eine Arbeit. Ja, die 67 ist ein SK, die wir noch als Vertrag akzeptieren. Wie bitte? Ich sag, die 67 ist im Escape-Menü noch als Vertrag akzeptiert. Stimmt, die können wir noch abschließen. Ja. Wird oben noch nicht angezeigt. Guck mal, die ist im Links-Mod rausgeflogen, scheinbar. Ja, der liest halt die fertiggestellten nicht mehr ein. Ja. Pascal, kommst du zu mir? Ja. Aber bis Ende der Bahn, dann gehe ich aufs Nachbarfeld, bitte. Na, eigentlich hast du die letzte Bahn. Ich hab die letzte Bahn? Mhm. Ich dachte Stefan. Wieso hab ich die letzte Bahn? Ja, wenn du wieder hochfährst, sind wir fertig. Wir sind gerade alle angefangen unten. Links von mir ist nichts mehr, ne? Nee, nee, rechts. Also wenn du jetzt ganz rechts die äußerste wieder nimmst, dann kommst du Gerd entgegen und ihr seid, dann ist es fertig. Ja. Okay. Es sind noch vier Bahnen und wir können nur drei wegdreschen. Weil wenn du jetzt leer bist, dann pack dich zusammen, meinetwegen, und fahr rüber. Wenn du leer bist, ne? Danke, Pascal. Ja. Ist doch irgendwo eine Brücke, oder? Doch, ja. War zumindest mal so, ne? Ach doch, ist noch da. Einer mit dem Servicemobil kaputt gefahren. Müssen wir mal gucken, dass wir einen freikriegen wieder von nebenan schon, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal los will von den beiden Abfahrern. Wer hat noch Platz für alles, was wir hier mit haben? Also ich habe noch einen Anhänger leer. Also sprich, 75%. Knapp 20.000 Liter. Was ist denn hier drauf auf dem Feld? Dasselbe? Ne, ich glaube Erbsen, oder? Was wurde da? Das normale Piece. Das eine ist Erbsen und das andere ist Kichererbsen. Kichererbsen sind schon leckerer als normale Erbsen. Ich weiß nicht, ich würde also normale frische Erbsen würde ich glaube ich sogar eher wirklich vorziehen. Selbst gepflückt und selbst. Erbsen. Schön scharf angebratene Kichererbsen. Ich habe ich gar keine Ahnung von. Ich glaube noch nie gegessen. Ich fahre auch rüber, ne? Doch, Kichererbsen-Chips, die sind auch ziemlich lecker. Was ich heute gesehen habe, getrocknete Bohnen als Naschen. Nie gesehen vorher. Das habe ich auch mal gesehen, aber da war ich skeptisch. Ja, ich auch. Und so grüne Bohnen einfach, ne? Irgendwie. Da muss man. Die japanischen, wie heißen die noch?
Die sind durchgetreten. Ne, sah aus wie normale grüne Bohnen, aber halt irgendwie mit. Ne, die sind irgendwie fermentiert und hast du nicht gesehen und dann rühren sie die mit dem. Wie heißen die denn noch? Meinst du, die kommen drauf? Bei dir ja in Dörsa? Ja. Boah, die erste Nacht ist rum und wir sind noch nicht pleite. Ach, Wahnsinn. War ja auch schade, wenn man es schon am ersten Tag geschafft hätte. Also ich bin voll, die fahren jetzt weg und fahren dann zum nächsten Schritt. Dann bleiben wir beim zweiten Tag auch bei der Geschwindigkeit oder machen wir im August noch mehr? Ja, wir sollten also, wir können ja erstmal runter auf mal 10 wieder, ne? Das ist ja zumindest noch mal Chance. Jo. Auch wieder Hammer für die Grubermission. Einmal das Heck im Graben gewaschen. Alles gut, ist wieder sauber. Und nicht zu Ziehfaden. So, Feld 69 ist gleich auch fertig mit Mulchen. Kann man sich mal schön angucken, wie unsauber wir gefahren sind. Achso, das sieht man dann noch weiter in der Karte, ne? Mhm. 67 kann ich aber abschließen jetzt, oder? Ja. Ich glaube. Ich weiß nicht. Geht's noch? Ja, geht auch noch. Geht noch. Geld haben wir auch gekriegt. Ja, jetzt kommst du gerade hinter mir, ja, ne? Ja. Direkt, wenn die Mission. Dann kannst du eigentlich schon die nächste Bahn fahren neben mir. Ja. Dann fährst du rechts rum, oder? Ja, ich würde Vorgewende hier unten machen. Also das ist, ich fahre jetzt ja gerade die lange Seite, habe ich extra, weil du hast ja in der Mitte angefangen, ist ja richtig. Ich fahre in die andere Richtung, wollte die Bahn hier fertig haben und dann würde ich sagen, da wo ihr jetzt gerade fahrt, machen wir auch zwei Vorgewände. Dann hier auf die lange Seite, ne? Ja. Aber hinten ist nochmal so eine Ecke drin, ne? Ja. Ecke drin? Ist da nicht eine Ecke drin im Feld? Nee, eigentlich ziemlich quadratisch praktisch gut. Das stimmt, ja. Ich hab's verwechselt mit der. War das 21 oder was ist das? 24? Erntet ihr zusammen weiter? Sollen wir die erstmal abschließen oder soll ich mich gleich direkt an der Grubermission setzen? An andere Getreide, so muss ich es abliefern. Ja, war das zwischendurch Abfahrer gefahren gerade eben, ne? Oder wie? Ich habe am Anfang war ich am Drechen, dann habe ich Ballen gemacht und ja, dann war ich Kalken und Mulchen. Er hatte mit dir gewechselt, glaube ich, fit. War das nicht so? Ja, gerade eben war doch nee. Pascal, mit dem ich gewechselt habe. Ja. Ich hatte mir fertig gewechselt. Ja, ich glaube, der Wechsel war bei mir, also ich habe es vorher angekündigt, aber mehr oder weniger unfreiwillig, weil ich abgestürzt bin. Als ich wieder da war, war das Fahrzeug bedient. Also hier brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, ist ein bisschen ertragreicher, ne, als die Kichererbsen. Bisschen zumindest. Kleiner. Ich habe jetzt gerade 50%. Na gut, ich meine, gut, da hat auch nicht ganz so viel Kapazität. Und irgendwie hängt mein Schneidwerk auch schräg. Eine Seite hängt in der Luft von meinen Reifen oder von meinen Reifenketten. Ja, der Mulcher eben war auch 2 Meter lang. Ich werde mal abkoppeln und wieder neu ankoppeln. Dann sieht man ein bisschen besser aus, glaube ich. Jetzt, wenn man zwar Multiplayer spielt, aber ohne Autodrive und Crossplay mit keine Ahnung, wie viel Fahrzeug auf der Karte ist, läuft angenehm ruhig. Mhm. Kann ich gar nicht mehr gewinnen. Jetzt lässt man eben schnell durch. Ja. Kommt ihr jetzt an der Außenseite hoch oder wo fahrt ihr? Sorry, warte. Am Deich. Ja, wir gehen jetzt wieder hoch. Nach Osten. Ja, genau. Danke. Jo. Hat eigentlich irgendjemand mal ausgerechnet, wie viele Tiere man braucht, um die beiden BGAs auf der Karte plus die 2 Megawatt BGA mit Gülle zu versorgen? Nee, keine Ahnung. Das ist höhere Mathematik. Ja, scheiße. Oder stundenlanges Arbeiten. Da braucht man schon eine Menge. Ich bin ja froh, wenn ich das halbwegs nachher mit Silage ungefähr gedeckelt kriege. Da kriegt man ja auch noch ein bisschen Anbaufläche in meinem Spiel.
für Mais. Ich bin tatsächlich immer noch dabei. Ich hatte damals testhalber, als der gerade frisch rauskam, der Enhanced Animal System Mods sind aktiviert und ich bin immer noch am Versuchen, die Gülle von damals abzubauen, weil die so viel mehr produziert haben. Okay. Auf einmal waren die alle voll. Oder ja. Ich habe mich gewundert, ich hatte den Stall nicht mal halb voll, plötzlich war Gülle voll. Und dann, okay. Was ist hier passiert? Dann hatte ich mir das genau angeguckt und dann hatte ich dir auch die Mail geschrieben, dass das der kompletten Wert überschreibt, der Karte. Ja. Jetzt wollt ihr warten, dass wir die Bahn richtig antassen, oder? Ja, ich wollte ihn nur hier vorlassen, weil ihr fahrt doch jetzt schon mit zwei. Mit Enhanced, ja. Oder VCA oder was auch immer, ne? Wir fahren schon Enhanced, ja. Genau, auf Außen. Können wir eigentlich auch auf Außen einstellen. Müssen wir halt nur einmal außen ansetzen, dann einmal einstellen die Bahn und dann haben wir... Ah, ich habe nicht ganz den Rand genommen. Ich stelle meinen tatsächlich immer auf die längere Kante entgegen, ein. Ja? Und alles andere fahre ich frei. Ich will nur einmal kurz... Wer kommt mir da entgegen? Agrar kommt hier entgegen, jetzt noch nicht gemerkt. Also das Agrar-King müssen wir noch meinen Agrar-Lehrling um. So, warte mal. So sind die Bahn wieder tief. Man merkt das auch nicht, oder? Nee. Er stoßt gleich zusammen. Vielleicht eingeschlafen. Aber gerade eben hat er noch die Kurve gekriegt, also. Noch schnell auf Toilette gesprintet. Ja, Bauer Kalle. Du kriegst Angst, ne? Ups, ich bin auch vorbei. Welcher unserer. Schade nur durch. Am meisten PS. Ich bin echt der einzige Glasfahrer, ihr alle drei Fahrer. Ja, das sind alle Neu-Holland so. Ich eier hier mit Glas rum. Ja. Beete dreschen, ne? Hat er jetzt eigentlich push to talk und hat vergessen zu pushen und talk die ganze Zeit, oder? Er torkelt die ganze Zeit, wie ich sag. Fett, was machst du? Ich schneide hier an, oder was? Achso, na gut. Ich hab schon die Bahn durchkalkuliert. Es gibt eine schöne Quaderbahnpresse. Also jetzt fährt er hinten gerade ins Meer, der Drescher. Ja, okay, das ist nicht. Ja, kann ich sehen. Renn mit einem starken Bauer dahin. Ich sehe nicht mehr, irgendwann ist er raus, dass du meine Optik. Jetzt machst du die Bahn weiter oder kommt er uns jetzt entgegen von unten? Das ist eine gute Frage. Ich würde mich jetzt bei Fett anschließen hier. Ja, dann gehe ich auch links von dir. Er fährt. Okay. Hier, hallo Bauer Kalle. Er fährt rückwärts, das kann ja nicht. Ja, es sind zwei Bahnen raus, so. Eigentlich hat er genug, das zu machen. Ich mach Beete, also normalerweise würde man jetzt rechts hinter mir fahren. Dann halt immer so, dass das Abladerrohr... Das kannst du ja auch machen, dass du hinter ihm fährst. Das ist das Abladerrohr eigentlich immer zum Abladen frei ist. Ja. Das hat er den Drescher gleich in den Graben versenkt. Irgendwie eiert er da hinten rum, ne? Ja. Was ist er denn da? Ich weiß nicht. Das ist Zufall jetzt einfach, ist er vom Deich gefallen und hier ist er tatsächlich. Nee, ich hoffe nicht, dass er jetzt da auch irgendwo wieder anfängt. Naja, er hängt hier irgendwie im Kram drin. Ist er eingeschlafen und der Drescher fährt jetzt so durch die Gegner. Tempomat an. Du bist ja Admin, oder? Ich nicht. Ich bin Admin. Also stopp, bevor ihr jetzt Admin macht. Entschuldigung, ich habe Probleme. Ich muss immer aus dem Spiel raus, wenn ich mit euch sprechen will. Das habe ich doch vorhin schon mal gesagt. Also ich bin noch voll da. Gut. Nur Problem ist, ich fahre ohne VAC oder sonst was. Also ich fahre frei. Also ja. Und ich sehe das dann nicht immer, in welcher Bahn die nächsten sich befinden. Nee, es war nur gerade eben so wunderlich, dass wir gerade auch geradeaus zufuhrst auf den einen und keine Reaktion kam. Deswegen. Und dann sah es so aus, als wenn du. Ich hab gehupt und Lichthupe gemacht. Ja, Technik. Also, wenn du magst, dann geh ganz hinten jetzt das, was noch stehen geblieben ist, ganz außen, also praktisch hinter dir. Oder du fängst von der anderen Seite an, das ist auch in Ordnung.
Ja, bei mir kann ich hier nicht sinnig. Jetzt muss ich wieder nach außen wenden, aber gut. Ist ja vielleicht ja, dann fahr auf dem Feld gut bedient, oder? Ich habe 24% Füllung. Ja, das spätestens. Ah, das wird aber knapp hier mit meiner Kalkulation. Da muss ich einmal selber fahren. Ich habe 50%. Ich meine, wenn der LKW voll ist, dann wo muss das überhaupt hin von der Mission? Weißt du? Da weiß ich auch gar nicht, wo ich glaube zum Oben Hafen. Nach Hafen. Ne? Hafen. Ja. Gebiet. Ja. Also spätestens, wenn der, ist das doch hier, oder? Spätestens, wenn der LKW voll ist. Was machst du denn jetzt? Brauchst du noch irgendwas? Oder ist 72 ist er. Ach, 72. Ja, muss zum Hafen. Ich bin jetzt gerade auf Feld 71 angekommen. Warum auch immer. Ich würde dann auf Feld 13 die Mission annehmen, ansonsten. Aber es muss ja noch. Achso, das hat das schon für die andere Mission gezählt. Für 77 hat das schon gezählt, ne? Deswegen konnten wir. Aber das müssen wir ja nicht zu Ende machen, oder? Die darf nicht auf 100% sein, das ist das Wichtige. Ja gut, das wird jetzt ja wahrscheinlich. Ich meine, die hier ja. 72. Aber auf 77 ist ja das gleiche wie auf 71. Deswegen hat er den Getreide, den er jetzt abgegeben hat, von der 71 ja schon für 77 gezählt. So, Blinder, danke, danke. Ah, ich war ja gerade am Wundern, wer denn Enhanced Vehicle so anders vom Aussehen her eingeschaltet ist, der VCA. Ich kenne ihn ja nicht mehr. VCA habe ich keine Ahnung. Und die, wie kriege ich den denn aus? Und das geht irgendwann von alleine wieder aus. Oder mit der Enhanced, oder was meinst du? Nee, den VCA. Das weiß ich auch nicht. Steuerung, rechte Steuerung 3, müssen die ihn auskennen. Rechte Steuerung 3. Nee, das ist Enhanced, ne? Ich VCA. Ja, das ist EV. Die Linien gehen aus mit Alt-W. Alt? Ah ja, stimmt, ja. Alt-W. Ja. Perfekt, danke. Linker Alt-W. Und Alt-X ist, glaube ich, einrasten, ne? War das nicht so? Nee, Steuerung W. Ach, das ist alles mit Steuerung, ne? Genau. Ja, nicht alles. Ich habe früher immer benutzt, aber dann irgendwann einmal umgewechselt. Danke, Pascal. Ja, perfekt. War dann zufrieden. Und dann habe ich alles von VCA vergessen. Ja, man verdrängt schnell wieder, ne? Das ist. Er spielt tatsächlich auch manchmal auf dem Singleplayer mit diesem Sim-Dashboard. Also so eine externe Extension, die man sich aufs Tablet oder aufs Handy laden kann. Und kann man sich so Knöpfe selber zusätzlich programmieren. Da habe ich dann auch die Enhanced Vehicle-Tasten drauf und sowas. Das ist ganz einfach. Auf dem Handy? Ja, also ich hab's auch. Ja, auf dem Android. Auf dem Android-Tablet. Okay. Geht nur mit Android. Oh, nicht gehört. Sim Dashboard heißt es. Es gibt für verschiedene Spiele, also für sehr viele Sachen. Ja, ja. Community-Projekte. Ich hab 66%, Pascal. Aber muss nicht durch. Der ist auch da. Er ist doch in der Frucht, oder? Auf dem Rücken. Das muss hier hast du hier Bauer Kalle abgeleert? Ich dachte, hier der Feld, der andere. Das war ich schon als die Bauer Kalle. Ja, da hat er hier zumindest das Rohr rausgefahren. Jetzt weiß ich nicht, ob das heißt oder. Aber da ist er schon, hat doch irgendjemand abgeleert, oder? Nee, der ist gerade wieder gekommen, oder? Erschien. Schönes Speicherleck. Ja, das sagt man dann. Ja. Ich dachte einmal ein bisschen links und zack, da war er. Das machen wir tatsächlich. Hülsenfruchtstroh presst die Lokalschnecke schon auf dem Nachbarfeld. Und hier haben wir natürlich auch nochmal Hülsenfruchtstroh. Das ist natürlich nicht ganz so ergiebig. Ja, du musst jetzt gucken, welche Bahn du neben mir nimmst. Weil Fett kommt ja dann von unten. Ja, ich müsste eigentlich dann. Ja, Fett ist noch halbwegs, oder? Also eigentlich muss Gerd ein paar weiterfahren. Ein paar. Was weiß ich, 3-4 Bahnen einfach weiterfahren. Ja, 1, 2, 3, ja. Der vierte nehme ich. Jo, okay. Ich muss erst mal aufleeren fahren, ich glaube 8 Minuten.
Ich fahre dann gleich ganz normal, dass das Rohr wieder außerhalb der Frucht ist eigentlich. Also. Ich habe 85% und bräuchte dann jemanden. Da ist er schon. Hörst du? Ja, bitte. Kannst mich abtanken, bitte. Ja, müssen wir kurz zurücktappen. Der New Holland direkt vor dir. Ja. 89. 90. Licht mal ausmachen, oder? Nee, noch nicht. Morgen ist wieder mit Evil Dynasty, richtig. Morgen ist wieder das Mittelalter, Landwirtschaft im Mittelalter. Alles mit der Hand. Was ist das? Ich bin nicht recht einiger. Ja, Shelly wollte irgendwas. Macht Feierabend gerade hier neben mir. Achso. Ich muss die Socken wieder anziehen. Ja, ich muss die Socken anziehen. Und von Shelly. Shelly-Schuhe gesammelt auf der Karte. Jetzt muss ich barfuß rum. Ich hab gedacht, ich läuft sowieso barfuß. So, das brauchen wir wieder. Eine neue Bahn. Zack, zack. Das lebt doch hier. So macht es doch wieder Spaß. Ich will auch nicht mitreschen. Ja, wenn Missionen doch immer so schnell gehen würden, dann sträubt man sich auch nicht so davor, immer wieder neue anzunehmen. Nee, nee. Da ist er schon. Ich bin leer. Also, ich glaube, verstanden. Vielleicht kannst du bei Fett anschließen. Ja, ich hab 75, das macht Sinn. Ich nehme die Bahn zu deiner rechten Fette. Es kommt noch los, wenn wir auch nach Zeit. Es wird also Freitag geht's weiter, haben wir gesagt, dann Samstag auch wieder. Je nach, ne, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit ist aktuell. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was schaffen in den nächsten Wochen, schrägstrich Monaten. Also müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil, ne, wenn man nur 3 Stunden spielt die Woche, haben wir nichts mehr. In einem Jahr. Der LKW ist schon weg. Ja, ne? Ja, ich bin gerade oben. Ja, du musst einmal mit Daniel sprechen, welche Bahn du jetzt nimmst. Ich nehme gleich wieder rechts nach Daniel zu. Ja, du kannst hinter dir. Also du nimmst jetzt rechts rum, ja? Ja. Okay. Weniger wäre links rum, aber... Nee. Du dann jetzt, nee, er stimmt. Die einzelne Bahn, macht ist er die egal. Einzelne Bahn weg und du nimmst die nächste dann, die dann wieder ist. Aber trotzdem nicht ganz sinnvoll. Ja gut. Passt schon. Weil man ja nicht pro Reihe hier voll ist. Ich, denn hier mit 6 also ich muss jetzt ja auch wieder fahren ohne. Ich habe noch eine Lademöglichkeit. Schon aber wir wollen. Ein bisschen Diesel. Oh ja, aber geht noch. Ich hoffe, heute soll das bereichen. Ich habe noch 812 Liter. Ich habe noch 250. Hä? 800 gehen nicht mal bei mir rein, aber ich war nur ein Träger. Hattest du nicht vollgetankt vorhin? Ja. Doch. Aber wir fahren auch die ganze Zeit gleichzeitig parallel wie auch immer. Ja, das dachte ich auch, aber. Hat so ein bisschen Diesel abgezapft zwischendurch. Das Schneidwerk weiter runtergefahren. Ich hatte mal am Boden. Ja, genau. Wenn du holst, ist durstig. Wir sind Flo. Hol ich Florian. Wahrscheinlich hast du deine Haspel zu weit oben. Oder zu weit unten. Mehr Gegenwind. Oder es gibt so viel Realismus, wenn man mehr abtankt, dann ist der Sprit schneller leer, weil die Drehzahl höher werden muss. Dann fällt 13 mit 15%, was machst du da? Das Grubbern. Grubbern. Ihr wart alle da auf den Feldern mit Abfahren oder Dreschen beschäftigt. Ja, und auf Dreschen hast du keinen Bock mehr heute, oder?
Nee, wart ihr alle da in allen Fahrzeugen unterwegs und ich war zwischendurch. Ich bin voll. Die Ballen einsammeln ja. Und dann kann ich mir wieder wegsetzen. Ich hab 22 noch. Geht jetzt wieder. Schaut doch noch mal drauf herum, sonst. Das ist ja mit Bauer Kalle, der schlägt von hier. Bauer Kalle schon wieder. Nee, jetzt fährt er. Hören tut er uns ja scheinbar. Weil ihr würdet euch theoretisch hinter mir rechts einordnen, ne? Ja. Im Koop bei was? Nee, weiß ich noch nicht mehr. Bei Koop wegen Dynasty. Koop ist der Supermarkt, sagt Jenny. Koop, ja. Koop, Sky. Wie heißt er denn jetzt? Wandmarker. Echt? Wer kennt noch? Nee, wer kennt noch Wandmarker? Also bei uns war Wandmarker und dann war es Sky, oder nicht? Nee, war das nicht Koop? Koop? Ich kenne es nur als Sky und im Ausland war es Koop und irgendwann war es bei uns auch Koop. Ja, aber bei uns war es früher Wandmarker und dann war es Sky. Aber Koop war es nie im Nibel aber nicht. Ich meine, Koop ist die ist der Butterkonzern in der Sky. Ja. Nee, ich dachte gerade auch so, okay, den einen Ballen warte ich noch ab, aber der bewegt sich ja kein Stück dahin. Nee, da liegt dann doch noch ein Ball, ich sehe einen. Mhm. Und mal, da kenne ich noch von früher. So ist der Campingplatz. Gut, dann Kleinwester Wald. Okay. Ein gutes Gedächtnis. Mir sagt beides nichts. Ja, gute Nacht. Spät. Bibel Osthofer Richtung Schönberg ist auch einer gewesen. Was? Gerd, du die rechts von dir gleich, oder? Ja, ich nehme die letzte. Warum fahre ich eigentlich so langsam? Ja, alle schön nah beieinander sind gleich. Ja. Man muss nicht die letzte nehmen, theoretisch kann ich da auch rüber wechseln. Also, so würde man das. Alles gut. Aber das ist ja egal, weil er dann. Es geht mir immer darum, dass man immer abholen kann. Oh, bin leer, danke. Kommen wir zu mir. Das war abfahrerfreundlich, was wir gerade machen. Ja. Sind doch schon über eine Stunde, aber das ziehen wir jetzt hier durch, wa? Ja, klar. Moment. Weiß nicht. Haut lebt schon seit 4 Stunden lang. Ja, die steht eine Stunde vor mir auf. Du wolltest, was solltest du? 6.45 Uhr, nee, 5.45 Uhr oder was? 5.45 Uhr, ja. Du gehst links, Beta. Ja. Okay. Wenn die Pascal dann gleich bei mir kommt, dann. Muss noch ein bisschen fixieren. Schneidwerk hochgeklappt und Vollgas gegeben. Ja, dann machen wir das Feld zu Ende und dann alles wieder zurück zum Hof oder was? Reparieren. Das dauert auch zu lang. Das sollen wir mal lieber die Fahrzeuge am Feldesrand stehen lassen, sammeln und dann da alles parken. Ja, oder alles nach der 77 fahren. Da den Servicewagen. Und da parken, Servicewagen dahin. Kannst du alles am Freitag alles auf der 77 anfangen. Wäre auch eine Idee. Das ist auch ein schönes Bild, gerade alle drei in Holland so hinter mir. Wir holen dich! Bitte? Ein bisschen leise, ein bisschen näher ans Mikro sonst gerne. Ich sag, dann kann ich aber im Hafen noch nicht alles abkippen, sonst kann Vulkanschnecke ja das Strom. Der ist echt leise. Das stimmt. Danke, Pascal.
ungünstig. Da ist noch viel Stroh nebenan. Es sind noch ein paar Bahnen hier. Also das ist eine Menge. Aber es kommt nichts bei uns. Ich würde gerade sagen, viele Bahnen, aber nicht viel Stroh. Genau, genau. Viel Arbeit für wenig Stroh. Dann ist Papa Kalle eigentlich durch, ne, oder? Bleibt so ein Fitzelrest über, ne, oder? Ja, nicht ganz eine Schneidwerksbreite. Aber bei uns zwischen uns ist noch eine, ne? Also zwei Bahnen sind dann noch übrig. Ja. Bleibt noch ein Bahn über, oder? Zwei. Mal gucken, was er jetzt macht. Spannung steigt, sollen wir Wetten abschließen? eins, so würde ich sagen. Okay, Spawner jetzt schon noch. Ich denke, dass er die links von dir nimmt. Ja, ich meine theoretisch. Ja, dann Gerd, bist du gleich durch, dann fahre ich da hinten ran. Ja, dann Pascal dann noch einmal nach mir kann, ja. Kann ich leer machen und im Setzen auch der 77, nämlich der andere Wagen. Andere Klasse auch nach 77 fahren. Ich frage, ob der Cluster noch hinter oder ob der auf dem Hof kommt. Keine Ahnung, wie viel wir Freitag sind. Nur vom Gefühl haben wir wahrscheinlich dann wenige Erntemissionen nach dem nächsten. Dann sind wir ja schon im September, ne? Ja. Ja, aber wir machen das schon klar, kurz im Prozess dann. Relativ schnell spulen. Danke, Pascal. Jo. Was waren das jetzt eigentlich für Gebäudekosten in der Nacht? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich die Werkstatt, oder? Und die Tierstelle, oder? Ja, also wie viel das ist. Die Werkstelle von Achim ist 10.000 im Nacht. Ja. Aber das lohnt sich sehr schnell bei den hohen Reparaturkosten der von Giants. Ja, das ist auch Betriebskosten. Gebäude hatten wir nur 8.000. Ja, Schnecke, dann musst du ja das Feld hier auch noch fertig machen, ne? Tja. Soll aber noch ein bisschen anlassen, oder? Das ganze Feld schon leer? Bis 2 Uhr nachts. Ja, ich fahre die letzte Bahn gerade. Ja, sonst muss man gucken. Dass wir noch entweder hier mit Rundbeinpresse noch zusätzlich arbeiten oder halt noch irgendeine zweite Quader organisieren. Vielleicht tatsächlich eine zweite Quader, weil sonst müssen wir extra absammeln. Es ist gerade einem Angebot von Glas. Brauchst du nicht entgegenkommen? Na doch. Musst du nicht ganz durchfahren. Ach ne, du bist das. Fett, sorry. Ich bin auch noch voll. Also Sonderangebot von 43% haben wir für eine Quaderbahnpresse. Echt? Klagen. Welche werden? Die Kostenfahrzeuge. Die Glas Quadrant ist die 5300. Ja, da würde ich ja fast so sagen, könnte man kaufen, oder nicht? Oder 79.000. 40% Rabatt. Ja. Ist natürlich was von unserem aktuellen Kontostand, aber... Ja, aber so viel Rabatt... Stopp. 43%, ja. Achso, jetzt hörst du ab. Na okay, dann zieh ich durch. Gut, ja, ich bin eh voll, also... Das nicht mehr mit alles, wa? Naja, voll. Das wäre doch eine viel bessere Szene fürs Intro jetzt. Das wird nicht überarbeitet. Da habe ich mich auch lange mit rumgeschlagen. Das sind immer diese kleinen Videofrequenzen dann so zusammenzuschneiden. Ja. War schon ein bisschen aktig. Und dann vor allen Dingen lief das Schnittprogramm nicht richtig. Man konnte das Video zwar zusammenschneiden, wollte das aber nicht rendern. Das ist immer abgeschmiert und ach Gott. Bis man sich auch da wieder lange irgendwie rausgefunden hat, nach 3 Stunden, was man alles irgendwie wieder einstellen kann, damit er das vielleicht doch dann durchrendert. Und irgendwelche Templates, Vorlagen, die man halt mit Fotos und so weiter und Videosequenzen und so weiter zusammenschneidet und dann das fertige Video zu erstellen sozusagen, dafür ist er dann, da ist er immer abgeschmiert. Ja, macht immer keinen Spaß, wenn man sowieso so Arbeitsschritte hat, die lange dauern und dann spinnt die Software noch rum. Genau,
Super nervig. Du bist auch leicht aggressiv, auch ich. Muss Agrar noch abgebunkert werden? Ja. Looks so. Manchmal weiß man es nicht. Er hat noch die Winkerkeller ausgefahren. So. Unsere Arbeit ist hier ist getan, Vulkanschnecke. Wir lassen dich jetzt alle allein. Unsere Arbeit. Ja, hier sind getan. Dann noch 2,5 Bahnen, aber ein ganzes Feld. Aber das ist der Rest von dem Feld da drüben, oder wie? Das ist der Rest jetzt von dem Feld hier. Ja, ist doch gut. Wir haben ja auch nichts mit 100% oben aktuell, also ist doch eigentlich alles schick, ne? Ich lasse den LKW beim Hafen stehen und kipp nicht ab, denn. Das wäre gut, ja. Dann fahren wir jetzt alle noch rüber auf die Insel, oder wie? Ja. Da machen wir Feierabend. Oder fahren wir erst über der Brücke. Dann lasse ich den Grubber ja gleich auf dem Feld einfach stehen. Jo. Ja, an der Bahn. Ja. Speicherleck. Ich glaube, die Enhanced Vehicle Sachen speichert er nicht über eine Stadt. Aber wenn du in der Bahn stehst, dann brauchst du es noch wieder anmachen. Ja, das stimmt. Also ausrichten und los geht's. Diese Leitplanke hier unten, die hasse ich. Da fahre ich immer gegen. Und am Ende nach links oder wo? Ja, genau. Ein bisschen eng. Ich glaube, es ist so viel Fahrt runter hier, ne, von der Brücke. Naja, gut, also mit dem Drescher geht's mit 32, ne, aber. Ja, die Autodrive-Fahrzeuge hauen sich bei mir auch mal da an. Und ich habe den Coaster schon angepasst mehrmals, aber keine Chance. Und man kann ja auch mit dem Objekthalter die Kollision einfach rausnehmen. Das kann man, ja. Ah, das wollte ich aber nicht. Ja, ein bisschen, ne? Schon. Ich kürze auch nicht. Vor allem, wenn du dann noch irgendwie großes Gewicht vorne dran hast oder Agri-Bumper oder was ich weiß. In dieser Kurve vor dem ehemalig ursprünglichen Ölmühlengelände, da hauen sich die Autodrive-Fahrer auch häufig, wenn die Fahrzeuge mit Paletten ohne Ende voll sind aus der Kurve. Da beim Sägewerk Verkaufsstation oder? Nee, Unterfeld 27 in der scharfen Kurve. Ach so, ja. Wenn du da mit 50 Paletten ankommst, dann springt der da irgendwie immer drüber. Ich lasse den Serverwagen einmal volltanken mit Diesel. Ja. Kann einer dann, wenn er voll ist, nach der 77 fahren? Jo. Ich bin nach dir als erstes auf der 77, glaube ich. Nehme jetzt die Glasdrescher von der 64 mit nach der 77. Dann schnappe ich mir den Servicewagen und fahre da hoch. Jo. Also ich habe den LKW jetzt auch gerade abgestellt. Ich fahre den Traktor dann auch hin, ja? Ja, zum Hafen. Ja, genau. Dann können wir da weiter. Aber auch noch nicht abkippen, ne, bitte? Ja. Nee, ich habe ihn da nur abgestellt. 77 ist ja auch ein bisschen, da kann man gleich mit 4, vielleicht 5 Dreschern rüberrobben. Ich kenne auch, wo die Mission abgegeben werden muss, aber. Andi war ja die gleiche Station, ne? Ja. Hafen. Ja. Alles bei Hafen. Ja, dann kommen wahrscheinlich bald die Erdbruchgeschichten, aber ich glaube bei Erdbrucht. Also die 77 muss für Getreide AG. So. Ja, das war das Problem mit der anderen Mission vorhin, mit der 71. Ja, das war auch bei der Getreide AG dann, gut. Also für die 71 fehlen noch 84.000 Liter und für die 77 noch 97.000 Liter. Gut, das. So, ich bin jetzt auf der 71. Von 77 wohl ernten. Supi. Juhu. Kichererbsen waren das, ne? War nicht die Erbsen. Ja, Kichererbsen. Das ist natürlich gut, ist zum Glück nicht ganz so ertragreich, weil es schon ein bisschen eine Eierei bis zu 77 bis zur Getreide AG. Jetzt bist du aufs Feld gefahren oder hast du bei Vetter auf dem Hof gestellt? Ich fahre jetzt nach 20 über BGA-Gelände nach 77. Nein, 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 wo du. Ne, die stehen hier oben auf der Freifläche. Sir, noch bei Achim. Okay. Sollen wir durchzappen, die Gelbe. Alles gut, alles gut. Ich habe nur gefragt, wo du deinen Drescher herum abgestellt hast. Vulkanschnecke. Ah, bei der 77. Ich habe da noch einen Ballensammelwagen hingestellt aufs Feld. Ah, soll ich den Rest aufsammeln? Ich bin davon abgekommen.
Jetzt liegen da noch irgendwie 5 Stück rum oder so. Nee, da müssten 4 mehr liegen. Ich habe, glaube ich, nur 3 oder 4 gesammelt. Ja, ja. Mehr gibt's auch nicht. Wie war das? Rechts war betanken, ne? Naja, egal. Ja, rechts war betanken. Also links vom Servicewagen, ja. Kichererbsenstroh ist ein bisschen mehr, oder? Sieht fast so aus. Bist du schon rüber zum anderen Feld? Bin gerade rübergefahren, ja. Aber also ich meine, weiß ich nicht, das Stroh hier, das... Servicewagen ist voll, ne? Ja. Heute nicht mehr fertig. Das ist auch gleich wieder leer, wa? Weil die Drescher brauchen so ein bisschen. Ich brauche hier knapp 800 Liter im Glas. Dann fahre ich halt nochmal rauf und runter. Auf jeden Fall ein bisschen auseinander parken, sodass... Deswegen bin ich gerade mit meinem Stück nach vorne gefahren, weil ich zu dicht dran war an dem anderen. Ja. So, Motor aus. Sonnenblumenfeld hier. Ja, Sonnenblumen ernten und so, sowas wird ja noch kommen. Maishäckseln. Ja, gibt's da ja, auf der 23 steht Sonnenblumen. Maisdreschen gibt's ja vielleicht. Ach ja. Wäre natürlich cool, wenn es mehrere Maisfelder geben würde und wir nachher so viel Mais übrig hätten, dass man eins behalten kann und das häckseln kann. 2, 17, 55, 68 ist überall Mais drauf. Ja, 2, 17, 55, 68. 2, 3, 4. Felder. Schon irgendwo gute Rabatte. Aber nicht so wirklich. Ich kann auch nach wie vor nicht wirklich. Also ich denke, bei 3 Millionen wird wahrscheinlich fast unser Schulden obwohl ja so teuer. Man sieht auch nicht, welche Gebäude man jetzt selber schon richtig besitzt. Oder sieht man das irgendwo? Gibt's nicht, ne? Also dass wir die Tierstelle alle besitzen, das wissen wir. Wir haben mittlerweile auch schon ordentlich Ei. Fast 2700, jetzt sind 2700. Hier noch ein bisschen vermehren. Ganz eine offene Missionsvergütung. Wir haben noch einen Schafstall, noch einen Schafstall, einen Schweinestall. Noch einen Schweinestall und 2 Kuhställe. Mietkostenfahrzeuge im August 908.000. Boah. Da ist gut was zusammengekommen. Wir fahren Mietkosten hier Rekord, würde ich behaupten. Und Dienstleistungsumsatz. Ja, das will ich auch sagen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Verkaufte Ballen 85.000. Und Einnahmen Ernte 127.000. Und Lohndienstleistungsumsatz 500.000. Eine Statistik, wie viele Missionen haben wir denn schon gemacht? Ich kann die zumindest nicht sehen. Gibt's ja nicht, ne? Bei Multi. Dann siehst du, glaube ich, nur einen Single. Schade. Ja, finde ich auch immer. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht habe im Single, also auf dem Multi. Hat der die Quadrant schon gekauft? Die Quaderballenpreise meinst du? Nee, ja. Kann ich kaufen. Kostet 68.000. Ah. Sollen wir mal kaufen. Die können wir auch leider nicht mieten. Die Rundballenpresse dann zurück oder behalten wir die für Gras? Da müssen wir behalten für Silage wickeln. Ja. Pascal? Ja. Oder wer auch immer hier rumsteht, kann einer mal einen Drescher hupfen zum Tanken? Jo. Müsste so rumgehen, oder? Entschuldigung. Oh. Noch passiert nichts. Na, passiert nichts. Danke für den Follow, danke für den Follow, danke für den Follow. Moin, moin. Muss ich umdrehen oder was? Später Stunde. Warte mal, ich muss doch R drücken, ne? Ja. Soll ich reparieren auch oder was? Ich hol mal schnell die Ballenpresse ab. Jetzt geht das mit Tanken. Und Schaden hat er 10%. Jo, Drescher ist repariert, nur noch der Schneid weg. Getankt, ne? Jo, ist voll getankt. Jo, ist alles fertig. Ja? Jo.
Ich noch. Einer kommt noch. Sorry, Pascal. Alles gut. Wieder Plattfüße jetzt, ne? Ja. Ja, ich kann tanken. Jo, ich bin voll. Schneid weg noch über ihn. Trinken haben hängen bei. Jo, ist auch fertig. Da sitzt er gerade drin. Da komme ich aber so nicht ans Schneidwerk zum Reparieren. Glaube ich. Ja, das ist auch die gute Nachricht, man kann jetzt auch beim nächsten Mal mit zwei Beinen, mit zwei Quaderbeinpressen arbeiten. Das beschleunigt natürlich auch die Strohverarbeitung dann. Ich würde sagen, dass wir gut heute vorangekommen sind. Vorher hatten wir nur zwei Gewichte im Eigentum. Jetzt haben wir drei, eine Walze oder einen Mulcher. Und ich gehe davon aus, dass der Agar-King voll ist, oder? Und eine Beinpresse, die jetzt erstmal repariert wird gerade. Kommst du durch, oder? Ja, okay. Ja, ohne die Werkstatt von Achim sind die Sachen, die im Sonderangebot sind, auch. Wäre schön, wenn er mir antworten kann, ob er fertig ist oder nicht. Naja. Muss man eigentlich gegen das 40.000 Reparationen zahlen sonst. Also repariert ist bei mir beides schon, ich muss nur noch tanken. Okay, dann mach ich. Ja, die ganzen Fahrzeuge zusammen. Reparatur habe ich ausgemacht. Auch eine 90-Minuten-Folge. Ja, warte, ich kann tanken. Ja. Wir werden noch die letzten. Ich habe noch 891 Liter, wer braucht noch was? Ist voll. Ich bin auch noch 300 Liter. Okay. Ich mache Reparatur an, Gerd. Jo. Ups, ich muss ja rechts von dir. Warte. Das mache ich eben einfach so. Diesel ist voll. Ich bin aber schnell, ne? Wie schnell tankt der? Ja, ich gehe schnell. Tank voll. Und? Ja, an der Tankstelle steht man teilweise ewig, aber das Fahrzeug. Motor kannst du ausmachen. Richtig Druck drauf. Repariert ist auch alles, ja? Bisschen übertrieben. Ja. Kranstecker. Danke. Kein Problem. Ja. Ich mache ihn nochmal voll und bring den wieder her, oder? Macht Sinn, oder? Ja, macht Sinn. Wasserstation, die er platziert. Ich würde sagen, Kranstecker ist noch auf 72, fährt noch alleine da. Ja, ich jetzt mal aufhören. Ja. Kannst ja. Was für ein Fahrzeug steht denn unten noch am. Dann mache ich jetzt diese Zeit. Bei den Hühnern. Fett, weißt du das? Hühnern? Gar keines Deko. Ach ne, das ist Deko-Fahrzeug, alles klar. Dürfte nichts mehr stehen. Durchtipp lande ich hier bei den Dreschern, bei den vollen Abfahrern und am Hof. Ja, doch. Ist ja auch nicht grün angezeigt oben auf dem Messer. Nee, alles gut. Alles gut. Das ist mal ein bisschen verwirrend, also im Multiplayer ist nicht so sehr wie im Singleplayer. Liegen da denn jetzt noch Ballen auf der 71 und 72 oder sind die alle weg? Die sind weg. Also, 72 muss Vulkanstein noch. Das schauen wir uns Freitag an. Am Freitag werden wir weiter Hülsenfruchtstroh pressen, werden hier jetzt auch noch wieder Hülsenfruchtstroh produzieren, haben aber jetzt auch zwei Beinpressen zur Auswahl. Mal gucken, ob am Freitagabend in jedem Fahrzeug einer drin sitzt hier. Bin gespannt. Dann geht das hier ratzfatz. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschö alle. Tschüss. 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 Tschüss.